So, meine Freunde, heute schauen wir uns das Video an. Die menschliche Kanonenkugel. Wie gut war eigentlich Roberto Carlos? Ich bin gespannt. Einer meiner Lieblingsspieler damals, vor allem wenn es um Verteidiger geht. Let's go. Wie gut war eigentlich Roberto Carlos, der die Position des Linksverteidigers revolutioniert hat? Ist so. Früher dachte ich, dass jeder Außenverteidiger so spielen würde wie er. Aber er war schon einfach krass. Marcello war dann auch noch so einer und jetzt ist es immer mehr geworden, dass die Außenverteidiger so krass mitspielen. Aber das war schon ein heftiger Typ, Alter. Mit seinen spektakulären Toren und Vorlagen zur Legende bei Real Madrid wurde und alles gewonnen hat, was man als Fußballer gewinnen kann. So sympathisch einfach auch nur. Er ist so, du schaust ihn an, wie er lacht, so von Herzen, einfach geil. Das ist seine Geschichte. Roberto Carlos da Silva Roca kam 1973 in Sao Paulo zur Welt, wo er auch beim ortsansässigen... 73, okay. Ja, schon einige Tage hier verbracht. ...im Verein União São João mit dem Fußballspielen anfing. Sein Talent war unverkennbar. Und so kam es, dass er 1992... Mit Haaren einfach so ungewohnt. ...mit 19, obwohl er bei einem sehr kleinen Club spielte, das erste Mal bei mehreren Freundschaftsspielen der brasilianischen Nationalmannschaft ran durfte. Es sollten... Wie kurz diese Hosen einfach damals noch waren. Unfassbar. ...über 100 weitere Einsätze folgen. Noch im selben Jahr wechselte er ablösefrei zum größeren Club Atlético Mineiro und ein Jahr später zu Palmeiras, mit denen er zweimal in Folge brasilianischer Meister wurde. Mit 22 stand ein Wechsel nach Europa an. Okay, bei Inter, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Mann. Um ein Haar wäre er wohl beinahe bei Aston Villa gelandet. Letztendlich ging es für umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro zu Inter Mailand. 3,5 Millionen Euro, Digga. Gar nichts im Vergleich zu heute. Er blieb allerdings nur ein Jahr, denn es war ein eher weniger erfolgreiches für Inter. Nur Platz 7 in der Serie A. Für ihn persönlich lief es gar nicht verkehrt. Stammspieler und mit 7 Treffern drittbester Torschütze des Teams. Mit 7 Treffern drittbester Torschütze. Junge als Außenverteidiger. Allerdings sah ihn der während der Saison neu installierte Coach Roy Hodgson als Flügelstürmer. Er sich selber aber nicht. Er wollte weiter Linksverteidiger spielen. Man kam nicht auf einen Nenner und deshalb wechselte er 1996 für 6 Millionen zu Real Madrid. 6 Millionen, fast verdoppelt. Sein letzter Wechsel für die nächsten 11 Jahre. 11 Jahre auch nur bei Real gewesen, kam mir einfach so vor, als wäre er noch viel länger, so 14, 15 Jahre. Real Madrid war weit von dem Real, was wir heute kennen, entfernt. Digga, Raúl, oh, er sagt mir was, ist nicht Schucker, Gero, oh, Carlos. Sagen mir, wer ist er? Alter, wer ist er denn? Digga. Entfernt. In dem Team spielten fast nur Spanier Delgado? Und mit Platz 6 in der Tabelle verpassten sie sogar das internationale Geschäft. Doch das sollte sich ändern und zwar ziemlich schnell. Fabio Capello übernahm als Coach und sie wurden... Was ein geiles Trikot, Mann. Edel hier so. Simpel, aber edel. Zu ihm ultra groß. Kann er fast als Pulli nutzen, aber läuft. Direkt Meister, durften in die Champions League, die sie im darauffolgenden Jahr ebenfalls gewinnen konnten. Mit Roberto Carlos hinten links ab Tag 1 gesetzt. Was für Oberschenkel. Genauso gesetzt war er für Brasilien, mit denen er 1997 die Copa America und den Confed Cup gewann und im selben Jahr gegen Frankreich eins der besten und schönsten Tore aller Zeiten. Jeder, der dieses Tor nicht kennt, der hat gefühlt nichts mit Fußball am Hut. Dieses Tor, Mann, wird einfach auch für immer Legende bleiben. Schoss. Ein Freistoßhammer aus 35 Metern, der lange Zeit so aussah, als würde er meterweit am Tor vorbeigehen und sich dann doch noch reindrehte. Ein Tor, über das später wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben wurden. Alter, Ballack, Roy Mackay, ist das Hargraves? Digga, wer ist das? Den kenne ich gar nicht. Roberto Carlos ist bis heute vor allem bekannt für seine legendären Freistöße, seinen unfassbar harten linken Schuss, der bis zu 170 km/h schnell sein konnte. Pff, stell dir vor, den kriegst du unten in die Weichteile rein. Ciao, das war's mit Fortpflanzung. Und seine absurden, physikalisch teilweise nicht erklärbaren Tore. Aber er war noch viel mehr als das.
Er war der offensivste Außenverteidiger, den die Welt bis dahin je gesehen hatte. Klein, schnell, dribbelstark, ein gefährlicher Flankengeber mit einer beeindruckenden Ausdauer. Er gilt bis heute als einer der besten Linksverteidiger aller Zeiten. Mit seiner Spielweise hat er diese Position revolutioniert. Sein späterer Coach bei Madrid, Vicente del Bosque, Digga, einfach Luis Enrique mit langen Haaren, sagte mal über ihn, er könnte den ganzen Flügel alleine übernehmen. Sein Spitzname, El Hombre Bala, die menschliche Kanonenkugel. Aber geil. Zurück zu Brasilien gegen Frankreich. Die Franzosen sollten sich ein Jahr später... Alter, wie groß ist er denn einfach zum Tor, Mann? Er ist fast halb, klar, er geht auch in die Knie, aber er ist fast halb so groß wie das Tor. Digga, ich pack's ja nicht. Im WM-Finale mit einem 3:0 rächen. Ein Schönheitsfehler in der davor und danach so erfolgreichen Karriere des Roberto Carlos. Und die anschließenden Jahre 2000 bis 2003 sollten die erfolgreichsten von allen werden. Zweimal spanischer Meister, zwei weitere Male Champions-League-Sieger und Weltmeister 2002. Bei Real kamen und gingen die Trainer und Stars an seiner Seite, aber auf eine Sache konnte man sich verlassen. Hinten links spielte Roberto Carlos. Das ist so. In meiner ganzen Kindheit, immer sobald ich Real einfach auf dem Schirm hatte, war Roberto Carlos da gesetzt. Nur die Titelausbeute, die ließ nach. Eine weitere Meisterschaft 2007, aber das war's. Nach einem verhängnisvollen Fehler 2007 in der Champions League gegen... Da kann ich mich noch so genau erinnern. Bayern München, der zum schnellsten Tor der Turniergeschichte durch Roy Mackay und zum Ausscheiden von Real Madrid führte, kam Kritik auf. Er machte danach nur noch 6 weitere Spiele für Real... Soll ich das hier bei Raoul so begleitet einfach? ...und verabschiedete sich im Alter von 34 Jahren in Richtung Istanbul zu Fenerbahce. Denn dieses Energiebündel dachte noch... Was? Digga, einfach Dani Alves als Baby. Ist ja süß. ...lange nicht ans Aufhören. Er blieb 2 Jahre und konnte mit den Türken immerhin 2-mal den nationalen Supercup gewinnen. Karriereende mit 36... Er ist doch dann Spielertrainer geworden, soweit ich mich erinnern kann. Pustekuchen. Er ging 2010 zurück in die Heimat zu Corinthians. Zurück an die Seite von Ronaldo, der seit 1994 in der Nationalmannschaft und später auch bei Real sein Zimmernachbar war. In einem Interview sagte er später mal, er habe mit Ronaldo mehr Nächte verbracht als mit seiner Frau. Ein Jahr Aber ich habe auch mal irgendeine Doku gesehen über, weiß nicht, Brasilien, WM 2002 oder so. Die beiden sind ja bis heute richtig dicke Homies, richtig geil. Später wurde er vom Millionenprojekt Ansi Makhatschkala nach Russland gelockt. Dessen Besitzer soll ihm angeblich auch einen Bugatti Veyron geschenkt haben. Der Übergang zu einer Art Spielertrainer kam in Russland fließend und er beendete anschließend seine Karriere als Spieler, zumindest vorerst. Er wurde Coach bei Sivasspor und Akhisarspor in der Türkei, bevor er doch nochmal als Spielertrainer auf den Platz zurückkehrte, wenn auch nur sporadisch, bei Delhi Dynamos in Indien. Delhi Dynamos in Indien. 16 war dann im Alter von stolzen 42 Jahren. 2016 einfach, Digga. Dann endgültig Schluss. Ist halt auch schon wieder bald 10 Jahre her. Ich pack's nicht. Was passiert hier? Heute ist der 47-Jährige als Botschafter von Real Madrid unterwegs. Genug zu tun wird er haben. Denn so selten war er dann wohl doch nicht im Bett seiner Frau, beziehungsweise Frauen. Er ist Vater von 9 Kindern, von unterschiedlichen Frauen und mittlerweile sogar schon Großvater. Was sagt ihr Stabil, zu der Bruder. Menschlichen Kanonenkugel? Roberto Carlos, schreibt's in die Kommentare und Stabil. Immer dran denken zu liken und natürlich auch zu abonnieren. Was ein geiler Abschluss. Hat Spaß gemacht, war ein cooles Video, wie immer. Vielen Dank fürs Einschalten. Peace und bis zum nächsten Mal.